Willkommen zurück zu Papers, Please, zum dritten Teil, zur dritten Folge. Es geht weiter, ihr habt abgestimmt und ihr wollt, dass es weitergeht. Also, hier bin ich mit einer weiteren Folge. Machen wir weiter mit der Geschichte und dann gehen wir zu Tag 5. Die Wahrheit von Astotzka. Republischer Starläufer wegen Mordes gesucht. Vincent Estrada spurlos verschwunden. Wahrscheinlich in Republien. Profil Vince Lestrade. Freundin aus rasender Eifersucht getötet. Gehen wir zur Arbeit. 27. November 82. Inspektor, Sie sind ab sofort autorisiert, verdächtige Individuen unter Arrest zu stellen. Verhören Sie Einreisewillige hinsichtlich Diskrepanzen, um sie unter Arrest stellen zu können. Es lebe Astotzka. Gut, dann hätten wir das. Und dann sagen wir, nächster. Papiere bitte. Zweck Ihrer Reise. Ich komme hier nur durch. Genau. Transit. 2 Tage ist in Ordnung. Antigrien. Antigrien. Glorian ist in Ordnung. Augustia. Azamen. Azamen, Augustia, ja, denke ich mal schon. 3P7VH, 3P7VH, das passt auf gar keinen Fall. So, Diskrepanz entdeckt und das ist garantiert gefälscht, also kann sie unter Arrest gestellt werden. Dann kommen hier diese beiden Soldaten an und holen sie da raus. Wunderbar. Wir wollen natürlich keine Fälscher hier durchlassen und auch nicht zurückschicken. Die fälschen dann hier nur nochmal. Besuch und ein Jahr. Ui, das passt aber nicht. Ein Jahr passt nicht. Zeiträume passen nicht. 12 Wochen. 12 Wochen ist in Ordnung. Gut. Oliver Bolton. Bolton Oliver. Ja, 8EBC3. 8EBC3. E6UQE. E6UQE. Mhm. Ist auch noch nicht abgelaufen. Siegel stimmt. Mergeres aus Obristan ist in Ordnung, ist nicht abgelaufen, Bild passt, dann kann er durch. Und machen Sie mir ja keinen Ärger. Nächster. Papiere bitte. Zweck Ihrer Reise. Moment mal. Vince Lestrade, wir haben ihn gefunden. Sind Sie Vince Lestrade? Mist. Hören Sie, ich habe sie nicht ermordet, sie hatten mich reingelegt. Die glauben doch nicht diese republischen Lügen, lass mich durch. Nee. Also ich gehe da einfach kein Risiko ein. Einfach erstmal einbuchten lassen, um das Ganze zu überprüfen. Wir haben ihn direkt gefunden, das ist natürlich sehr schön. Okay. Besuch, 90 Tage. Was soll denn das sein? Ja, okay, dann nicht. Wenn sie jetzt gesagt hätte, oh, Entschuldigung, hier haben sie es, dann hätte ich gesagt, ja gut, kann sie ja durch. Aber so, nee. So, Zweck ihrer Reise. Ich bin nicht freiwillig hier, ich hasse dieses... Okay, ich bin auf der Durchreise 2 Tage. Transit 2 Tage. Gut, dann, er kann sagen, was er möchte, das kann uns relativ egal sein. So, Kostas Vagos, KDGCC, KDGCC, E7X1R, E7X1R, ist auch noch nicht abgelaufen, Siegel ist in Ordnung. Great Rapid, ist nicht abgelaufen, Bild passt, dann darf er durch. Wunderbar. Uff, naja, okay. Er hat wohl seine Gründe, warum er das Land hasst. Also, keine Ahnung. Lassen wir ihn. Zweck der Reise, Freunde besuchen. Dauer, einige Wochen. Ja. Besuch und 14 Tage. Gustav Anstowski. Anstowski Gustav. KP51X. KP51X. 68EH9. 68EH9. Ist gültig. Siegel passt. Und dann... Las Renardi. Ja, kann ein Schreibfehler sein, aber jede schön. Ja, also einfach konsequent durchziehen. So, nächster bitte. Wir müssen es einfach konsequent durchziehen. Papiere bitte.
So, Astotzka, Genestora passt. Rijenik Solonik, genau. Geburtsdatum passt nicht. Klar. Daten passen nicht zusammen. Er versteht mich nicht. Merkwürdig. Schließlich Astotzkaner und theoretisch wir selber sind ja auch Astotzkaner, also eigentlich müsste er uns verstehen können. Aber naja, dann halt nicht. Papiere bitte. Zweck Ihrer Reise. Heute ist ein schöner Tag, mein Freund. Endlich sind wir der Tyrannei in Antegrien entkommen. Ja, ich nehme an, das soll Einwanderung bedeuten. Piotr Vostok aus Antegrien. T08N5, T08N5, PRC9F, PRC9F. Einwanderung unbegrenzt, Siegel ist in Ordnung, Datum passt. Da Glorian, Datum passt auch, dann darf er durch. So, haben Sie vielen, vielen Dank. Bitte seien Sie nett zu meiner Frau, die kommt direkt nach mir. Oh. Ich habe da so eine Vermutung. Papiere bitte. Haben Sie meinen Mann gesehen? Der ist doch durchgekommen, oder? Er ist durchgekommen. Aber Sie haben keine Einreisegenehmigung. Bitte, ich flehe Sie an. Sie haben mir keine Genehmigung gegeben. Ich hatte keine Wahl. Die bringen mich um, wenn ich nach Antegrien zurückkehre. Es wäre jetzt echt schrecklich, wenn wir die trennen würden. Danke. Das werden wir Ihnen nie vergessen. Da haben wir die nächste Münze. Ja, ich weiß, wir haben die Vorschriften missachtet. So, Papiere bitte. Zweck Ihrer Reise: Freunde besuchen und 2 Monate. Besuch 2 Monate. Erik Hvidt. Hvidt, Erik. FBR7Q, FBR7Q, S3C2X, S3C2X. Ist auch noch nicht abgelaufen. Siegel ist in Ordnung. Groß Kraus aus Antegrien, Datum ist in Ordnung, Bild auch, dann darf er durch. Und machen Sie mir ja keinen Ärger. Nächster bitte. Papiere bitte. Zweck Ihrer Reise, ich ziehe hierher, okay. Ja, das ist eine Einwanderung. Svetlana, Idinova. Die Passnummer ist ja mal gar nicht in Ordnung. Ja. Es muss ein Fehler sein, das Dokument ist doch gültig. Nein, das ist es nicht. Das macht ja das Dokument gerade ungültig, wenn die Passnummer nicht passt. So, nächster bitte. Ist wahrscheinlich jetzt die letzte Person, die wir schaffen. Papiere bitte. Zweck Ihrer Reise, Freunde besuchen. Und 30 Tage, 1 Monat, genau. Jordan Hendrowski, GXE5P, GXE5P. 7E6TH, 7E6TH, genau. Ist auch noch nicht abgelaufen, Siegel ist in Ordnung. Dann haben wir Republieren, Bostan ist in Ordnung, ist auch noch nicht abgelaufen. Bild sieht ziemlich gut aus, dann darf er durch. Und machen Sie mir ja keinen Ärger. Wunderbar, dann hätten wir auch den 5. Tag geschafft. Kabine verbessern, Multitouch. Kostet 10 Credits. Weiß ich nicht, also Multitouch kann man zwei Sachen gleichzeitig anklicken, aber ja, machen wir es einfach mal, aber ich glaube nicht, dass es mir viel bringt. Nahrung und Heizung werden wir wieder einsparen, denen geht es ja allen ganz gut. Und dann können wir schlafen und dann gehen wir zu Tag 6. Vince Lestrade in Gräßchen verhaftet, Starläufer wahrscheinlich Täter. Immer weniger Arbeitsplätze, Einwanderer nehmen Einheimischen die Arbeit weg. Okay, wir haben ihn auf jeden Fall erfolgreich gefangen. Das ist auf jeden Fall sehr gut. So, schieben wir das mal wieder mittig hin. Inspektor, das Ministerium für Arbeit hat ein Sonderprogramm zur Kontrolle der Werktätigen von Immigranten aufgelegt. Personen, die zwecks Aufnahme einer Werktätigkeit einreisen wollen, haben einen gültigen Arbeitsausweis vorzulegen. Es lebe Astotzka. Das bedeutet, wir haben wieder ein neues Dokument. Das schauen wir uns schnell mal an. Arbeitsausweis und es gibt 4 verschiedene gültige Siegel. Autsch. Ja, 4 gültige Siegel, die müssen wir uns alle merken. Also wir haben Kreis,
mit MFA da drinne. Da haben wir so abgerundetes Quadrat, noch stärker abgerundetes Quadrat unten rechts und die Zeichen da drinne. Machen wir es anders. Es gibt zwei Kreise, einmal quasi normal, einmal invertiert. Und dann gibt es quasi so einen eckigen Kreis, ja, und eins, wo halt dann eben keine Schrift drin ist. Das ist dann halt so ein leicht abgerundetes Quadrat. Ich werde es versuchen, mir zu merken, werde ich vielleicht ein paar Mal noch überprüfen müssen, aber wir werden es schon hinkriegen. Und selbst wenn wir dann ein paar Fehler machen, ist ja auch nicht allzu schlimm. Papiere bitte. Okay, Zweck Ihrer Reise. Ich bin hier, um zu arbeiten. Ein paar Monate Arbeit, ein paar Monate, das stimmt. Kommt aus Oberistan, das können wir gleich mal dahin packen. Neromler, Kozlov, Neromler, Kozlov, das ist in Ordnung. GS8HM, GS8HM, T0S17, T0S17. Arbeit 3 Monate, hat er gesagt. Siegel ist in Ordnung und Einreise passt. Dann haben wir hier den Arbeitsausweis. Neromler, Kozlov, Neromler, Kozlov. An das Siegel erinnere ich mich, die Buchstaben sind da kaum drin zu erkennen, aber in Ordnung. Bis 1.3. Sind das 3 Monate? Das sind 3 Monate, okay. Dann ist das in Ordnung. Skal, das Datum ist in Ordnung und das Bild passt auch, dann darf er durch. Und machen Sie mir ja keinen Ärger. Also, ihr seht, das dauert jetzt schon immer und immer länger. Unglaublich. Papiere bitte. Zweck Ihrer Reise, arbeiten. Macht ja auch Sinn, da ist ein Arbeitsausweis. 6 Monate. Oh, hier. Das ist wie so eine Plage, kommt halt immer wieder. Alexandra Terpowska, Alexandra Terpowska, Alexandra Terpowska, passt auch. WNVQB, WNVQB, ESS 66, ESS 66. Arbeit 6 Monate, ist auch noch nicht abgelaufen, sie gepasst. 6 Monate, ja, das sollte ganz in Ordnung sein. Alexandra Terpowska habe ich ja im Grunde schon überprüft. Mergeres, Datum ist in Ordnung, Bild ist in Ordnung. Dann darf sie durch. Und machen Sie mir ja keinen Ärger. Bitte helfen Sie mir. Ein Mann namens Daryl Ludum hat mir und meiner Schwester Arbeit in Astotzka versprochen. Ich fürchte, er nimmt mir meinen Pass weg, zwingt mich auf den Strich zu gehen. Er ist heute in der Schlange, bitte tun Sie etwas. Ich kann es versuchen. Jetzt haben wir es natürlich verpasst. Arbeit ein Jahr, Arbeit ein Jahr. Sie kommt aus Antegrien. Antegrien, Glorian, das ist in Ordnung. Abski Parin, Parionell, Parionell, Abski, RL884, RL884, H6UQ0, H6UQ0. Arbeit ein Jahr, ist nicht abgelaufen, Siegel passt. Ein Jahr, das ist in Ordnung, glaube ich. Ja, das ist in Ordnung. Abski Parionell, Siegel sollte in Ordnung sein. Ist auch noch nicht abgelaufen. Bild passt, dann darf sie durch. So. Dariludum. Wenn wir den finden, dann können wir vielleicht den Zettel dagegen vergleichen. So, Zweck ihrer Reise, Transit. Transit, 2 Tage. Ui. 2 Tage, wahrscheinlich wollte er 2 Wochen sagen. 2 Wochen. Hat sich einfach nur versprochen. So, dann haben wir Republieren. Florian Hillebrand, Hillebrand, Florian. H7A1M, H7A1M. 1D7D4, 1D7D4. Datum passt, Siegel passt. Dann ist das in Ordnung. Genau. Bostan, Bostan ist in Ordnung. Datum passt, Beet ist auch in Ordnung. Dann darf er durch. Und machen Sie mir ja keinen Ärger. Nächster bitte. Ah, ja moin. Hallo alter Freund. Da bin ich wieder. Diesmal passt alles. Ja, nee, er hat keine Einreisegenehmigung. Oh Mann, du bist ein echter Scherzkeks. Sie brauchen eine Einreisegenehmigung. Mein lieber Scholli, ihr meint es aber wirklich ernst hier an der Grenze. Ist auch gut so, dass du deine Arbeit so gut machst. Ich hole mir so ein Einreiseding und dann komme ich wieder. Was für ein Einreiseding holt er sich jetzt wohl? Reise, Transit und Dauer einige Tage, ja. Casey Beckwith, Beckwith, Casey,
M4 GJ6. Oh, joi. Das passt ja mal gar nicht. Das ist ja mal eine gigantische Diskrepanz. Arrest. Einen Moment bitte. So, dann raus mit Ihnen. Und nächster bitte. Guten Tag, Ihre Papiere bitte. Oh. Oh, ja, ich kann mich sehr gut an Sie erinnern. Sind Sie Darin Ludo? Natürlich, steht ja auch in meinem Pass. Ich habe hier so eine Information. Rück sofort meine Pappe wieder raus. Genau. Ich habe hier so eine Information, welches besagt, dass Sie Leute quasi wie Sklaven behandeln wollen. Daher ist das ganz in Ordnung, hoppla. Besuch? 14 Tage, das ist in Ordnung. Das Bild passt nicht. Das passt ja mal gar nicht. Das kann sein. Fingerabdruck bitte. So. Das sieht an sich in Ordnung aus. Ja, okay. Dann kann das halt wirklich ein älteres Bild sein. So, François, de Grüß, François, das passt. AKKGP, AKKGP, 43NNU, 43NNU. Datum ist in Ordnung, Siegel ist in Ordnung. Besuch 14 Tage, ja, stimmt. Launders ist in Ordnung, Datum passt. Bild haben wir, wie gesagt, schon aufgeklärt. Dann darf er durch. Nächster bitte. Papiere bitte. Zweckjahre Reise. Transit. Okay. Dauer 2 Tage. Transit 2 Tage. Frei Pelsner. Pelsner frei. Genau. Q6T5M. Q6T5M. 9626. 9626. Transit 2 Tage. 13.12. Siegel passt. Vidor aus Kolechien. Datum ist in Ordnung. Bild ist in Ordnung. Dann darf sie durch. Schaffen wir wahrscheinlich eine letzte Person nur noch. Ist auf jeden Fall komplizierter geworden, deutlich. So, Besuch und einige Wochen, in Ordnung. Annabelle Kaba, Kaba Annabelle, GSFTN, GSFTN, oh. Für Kollechen. Aua. Oh, die Zeit ist vorbei. Ihr Arbeitstag fand durch einen Anschlag ein vorzeitiges Ende. Ja, deshalb haben wir auch nur ein 9er Gehalt bekommen. Ihr Sohn ist krank und braucht Medikamente. Gut, dann machen wir das so. Ja, wir haben einiges an Geld verloren. Dadurch, dass unser Gehalt so knapp war. Und wir müssen halt das alles bezahlen. Am Anfang der Folge hatten wir, glaube ich, 130. Das heißt, ein bisschen Profit haben wir noch gemacht. Aber nicht viel. Ja. Also ihr seht, es wird immer schwieriger. Irgendwann machen wir halt massive Verluste. Deshalb habe ich von Anfang an gleich angefangen, so viel Geld zu sparen. Und dann würde ich sagen, das war's mit der Folge. Ja. Das heißt, wir speichern hier, schlafen hier, gehen zurück zum Hauptmenü. Und dann war's das mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!